So Leute, da sind wir wieder bei Mario. Und als allererstes wollte ich da gar nicht rein, aber okay. Als allererstes gehen wir jetzt hoch und zwar zu dem Mario. Der Spielzug mal. Und da konnte man noch irgendwie an das Ohr rankommen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß es echt nicht. Blume habe ich schon. Wie gesagt, ich bin weder Mario Craig noch habe ich sonderlich viel Ahnung. Ich weiß davon, ich weiß, dass die einen Goombas und die anderen Koopa heißen, dass meistens Bowser oder Wario die Bösen sind. 99,9% der Fälle es daran liegt, dass Peach sich hat wieder entführen lassen, was sehr, sehr seltsam ist, vor allem wenn man sich überlegt, wo Mini Bowser herkommt, weil kein Schwein weiß, wer die Mutter von Mini Bowser ist. Ja, das ist eigentlich alles, was ich über Mario weiß. Und dass er ein Klempner ist, der früher eigentlich ein Zimmermann sein sollte. Okay. Naja, ich warte, bis es weg ist. Ach, verdammt. Kommt man da wieder hoch? Kommt man da wieder hoch? Nein. Verdammt. Uah. Da kommt man aber hoch. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und yay, Möhre! Also die Möhre ist hier mein Lieblingsitem, weil man damit die Bosskämpfe einfach so unglaublich schön, schnell und toll machen kann. Deswegen ist das ja, Favorite und so. So, hab, 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 hab. Oh Gott. Mario, gehst du da wohl? Oh, gehst du? Gehst du da? Ach, verdammt. So, mal warten, bis das Sägeblatt, was aussieht wie ein zu groß gewordenes Rasiermesser, weg ist. So, Moment. Kann ich hier an der Seite einfach runter? Oder? Oh, da kommt einer. Okay. Jetzt müssen wir da an die Seite wieder. Ach, verdammt. Ja. Aber wir haben noch geschafft, die Glocke zu läuten. Das ist immerhin schon mal schön. So. Ach, verdammt, nix. Okay. Ab in den Bauch von Mario. Warum da eine riesige Mario-Statue mitten in der Welt steht, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir da hin, gehen wir da hin. Okay. Ach, hier kommt das. Ich erinnere mich. Das war jetzt nicht so. Oh, Goomba. Nicht so toll. Aber naja, es war nicht sonderlich schlimm. Ey, Blume. Und das trotz, dass der Goomba uns getroffen hat. So, hier könnte man sich jetzt die das Extra-Leben holen, aber nö. Ab auf den Ball. Mario benutzt Ballattacke. Spuckball. Ja, der Part hier ist relativ einfach und pissig, es sei denn, man will oben die ganzen Münzen haben, dann ist es relativ ätzend. Aber in diesem Part sieht man auch schön, warum ich die Möhre so bevorzuge. So, wo lang gehen wir jetzt? Erste, gehen wir ins Erste. Und, ach verdammt, Pilz. Ah, verdammt! Okay, der hätte ich nicht nehmen dürfen, ich hätte ins Letzte rein müssen. Okay. Sorry. Tut mir leid. So, ab auf den Ball. Gut. So. Alle. Hopp. Drehen die um, wenn die gegeneinander fahren? Oder fahren die weiter? Ne, die fahren weiter. Okay. Hey, da oben ist schon die Glocke. Mal gucken, ob wir die kriegen. Yay, gekriegt. Cell ist doch schon mal schön. Jetzt müssen wir hier nur noch was Anständiges rauskriegen. Ja, One-Up. Auch nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ab in die Zunge. App, 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 App. Und hier kommt jetzt gleich so eine Box raus, die ich ziemlich verstörend finde. Oh Gott, jetzt kommt das. Wow.
Also das ist die Spielmechanik dieses Levels. Man reitet auf diesen Kugeln rum. Und so komische... Oh, wie heißen die? Banzer Bills waren die großen. Das müssten die Kugelwillis... Ah, toll, wieder recht verloren. Kugelwillis sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Geschosse da. Versuchen uns die ganze Zeit dann davon runterzuschießen. Und das wird nachher echt noch ziemlich fies. Wow. Wow. Okay. Ah ja. Okay. Alle. Hä? Möhre. Möhre, 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 Möhre. Und zack. Wie soll man denn? Wie kommt man denn? Kommt man da nicht? Ah. Okay. Ah, verdammt, Möhre verloren. Okay, was braucht man hier? Okay, hier braucht man ein Schussding. Na, egal. Sind nur Münze. Toll, ich bin klein. Yay, Midway. So, wenn hier gegen springt, kommt auch so einer raus. Und so eine Box. Und die stört eigentlich nur. Und das ist die Münze eigentlich gar nicht wert. Und ja. Und hier bin ich so oft früher gestorben als kleines Kind, weil ich das nie gerallt habe, wann ich abspringen muss. Weil die halten nämlich kurz vorher an und man muss abspringen. Das war mir irgendwie meistens zu hoch. Und ich war zu blöd dafür. Hier gab es nur ein extra Leben, was ich dabei verbrauchen würde, es zu holen. Alle, ja. Aber der untere Weg ist schon der angenehmere. Wenn man weiß, wie man abspringen muss. Yay. Wow, das war knapp. Das war schweinisch knapp. Ah, jetzt kommt die Stelle. Die fieseste Stelle von allen. Weil es hier nämlich zwei von diesen gibt. Und man hier so... Wow, yay, geschafft. Ist das schon... Yay, das ist schon das Ende. Das heißt, jetzt müssen wir gleich nur noch... springen. So, was nehmen kriegen wir? Oh, eine Blume. Blume ist schön. Eigentlich, was am Fließband ist, ist alles schön. Solange es kein Pilz ist. So. Ja, wir könnten jetzt hochgehen, aber das tun wir nicht. Wir gehen wieder raus. Und dann sage ich schon mal an dieser Stelle, euer Velexed. Ciao, ciao.